Was ist das für ein scharfes Ding? Oh ihr Gott. Tropf, was geht nur vor in eurem Kopf? Ich muss mich hüten heute Nacht, wenn ihr mit meinem... Ach, Mr. Holmes, das ist wirklich eine bewegte Nacht. Schön, dass Sie Ihren Humor nicht verloren haben. Ach, wissen Sie, man verliert etwas und hat Platz für Neues. Hm. Okay, Verona. Ich suche ein Buch, das die Liebenden von Verona behandelt. Das finden Sie sicher im Lesesaal. Hier gibt es jede Menge Liebesgeschichten, die in Verona oder vielleicht in einem Londoner Museum spielen. Wer weiß. Hm. Buch? Wenn ich etwas in dieser großen Bibliothek suche, wie stelle ich das am besten an? Sehen Sie in den Katalogen am Eingang nach. Dort erfahren Sie, in welchem Teil der Bibliothek oder in welchem Stockwerk und Regal von unten nach oben und von links nach rechts geordnet Sie suchen müssen. So finden Sie Ihr Buch. Viel Glück. Hm, okay. Ich danke Ihnen. Tschüss. Okay. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Was soll ich für einen Fehler gemacht haben? Ich suche nach Verona. Nach irgendwas. Liebende aus Verona. Verona. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Mein Gott, das nervt. Diese Rede ist einfach nur schwachsinnig. Wie soll man das rausfinden? Hä? Romeo und Julia? Romeo. Romeo, Mensch. Romeo. Schön. Und Julia. Okay, und was soll ich reinschreiben? Gibt es ja einen Namen? Von der... Gut, Julia. Julia. Da ist, wonach ich gesucht habe. Mhm. G84. Acht und vier, was soll denn das heißen? G84. Ja, wo soll man denn wissen, wo das denn ist, das Buch? Also wo? Es steht nur G84. Also von der Zahl und... Wie soll man da raus? Das sind ja keine Buch- und Zahlen. Ich meine, die sind keine Zahlen gelistet. Hier stehen nur Buchstaben. Mehr nicht. Oder achte Reihe für das. Guck mal, das ist 4. G84, ne? G8. Und wo ist dann die 4? Die Mensch, die 8. Wo kommt die 8 her? Wo? Also 4 kann ich jetzt schon erurteilen, dass jetzt, wenn das das Buch ist, dass es die vierte Reihe ist. Aber sonst? Hm. Bavis. Und warte mal, sind das 6 auch unten? Dann wäre das 8. Von unten der 8 nach oben 4. Okay. G8. Die Höhe. Und dann die 4 von links. Okay. Ich denke mal, das ist da, es. Romeo und Julia. Ein Stück Papier scheint eine Seite zu markieren. Da steht etwas drauf. Oh je. Also das steht nicht drauf, aber ne. Ihr wisst schon, ich sah eine Tür, die ins Nirgendwo führte, aus rotem Kupfer oder Bronze, die schon das Alter spürte. Das Ziel ist nahe. Den Weg weiß das Buch. Man muss nur wissen, wie man zählt und wie man sucht. Die vierte Leiste, beginnend von unten, die Männer zählst du ganz unumwunden. Ihre Anzahl, die Seite weist, der erstes Wort die Lösung verheißt, jetzt die siebte,
Gezählt von oben, nur nach links geschaut, dann will ich dich loben. Zählt man die Beine der wirrenden Schar und verfährt wie bisher, ist das Ziel absehbar. Das zur Referenz benötigte Buch ist mit etwas Glück der Preis der Such. Multipliziert man die zwei Zahlen, wenn es geht, schon hat man das Werk, um das es sich dreht. Ha. Okay. Dank dieser Tür sollte ich wissen, welches Buch ich als nächstes finden muss. Tür. Was ist denn hier für eine Tür? Das ist ja nicht die Eingangstür. Ach, da hinten. Meint er die Tür da vorne? Ich sah eine Tür, die ins Nirgendwo führte. Aus rotem Kupfer, bla bla bla. Kupfer? Wie soll man das wissen, ob das Kupfer ist oder kein Kupfer? Das Ziel ist nahe, ich weiß. Das nächste Mal, wie man zählt und wie man sucht. Ja, also ernsthaft, das ist ein Rätsel. Kann man irgendwas absuchen? Vielleicht weiß der Typ ja was. Hallo, Shen. Ja, Mr. Holmes. Ja, Mr. Holmes. Oh mein Gott. Ich danke Ihnen. Also irgendeine Bronzetür, Kupfer. Es sehen alle gleich aus, die Türen. Nur zur Info. Oder meinte die Tür. Also ernsthaft, was ist denn für ein Rätsel? Was ist denn das für ein Rätsel? Ich habe hier nur begrenzte. Die vielleicht. Gibt's hier irgendwo ein Buch noch? Na. Sollte ich mal da vorne nachgucken? Mal schauen. Das sind eigentlich die ganzen Polizisten, die sind jetzt abgehauen. Gott, warum sind hier wieder 1000 Bücher? Und das sind vier. Das ist eine Tür, aber eigentlich nicht, ne? Aber naja, gut, gut, gut. Ich sag mal nix. Das Elefant. Ja, ich guck gerade, ich drücke einfach nur mit Leertaste einfach mal hier durchdrücken. Gucken, ob denn sich hier irgendwas. Ich meine, Kupfer ist. Die Tür, die nichts führte. Das, wie sich dann die Uni führt. Ich gehe jedenfalls dort mal oben mal in die Tür. Könnte sein, dass da was ist. Da nicht. Hä? Da nicht.
Komisch. Aber dort ist was, oder? Darf ich da rein? Anscheinend. Gut, kann man immer noch nicht lang laufen. Das klingt mal, das ist eh Absicht. Aber was ist das? Soll das eine Tür darstellen? Tja, 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 tja. Es ist eine antike babylonische Tür. Aha. Interessant. Und jetzt? Es ist eine antike babylonische Tür. Was gibt's da nichts zu sehen? Dank dieser Tür sollte ich wissen, welches Buch ich als nächstes finden muss. Ah, mein Gott. Okay. Die vierte Leiste. Beginnen von unten. Die Männer siehst du ganz umwunden. Sorry. Die vierte Leiste von unten. Vierte Leiste? Was für eine Leiste? Eins, zwei, drei, vier. Das ist zufälligerweise vier, das war der fünf. Und was für Männer? Upsala. Was soll ich denn für Männer zählen? Ich würde gerne mal das Rätsel mitnehmen, ne? Aber. Ach, Moment. Aber es ist so ein Ding, ne? So, wir für. Aha. Wie befohlen? Wie befohlen? Schön. Sind die große Tür am anderen? Ja, das habe ich gesehen. Es ist eine antike babylonische. Anzahl der Männer? Wollt ihr mich veralbern? Soll ich hier irgendwelche Männer zählen? Ha! Also, dafür. Also, das ist albern jetzt. Das ist irgendwie schon albern, ne? Ich doch. Ne, einfach. Warum ist denn für Rätsel? Das sind doch keine Rätsel, das ist. Das ist einfach schrecklich. Dann, ja, 41. Gut, dann ist die siebte Reihe von oben dran. Zählen Sie die Pferde. 9. Pferde? Was für Pferde? Zählt mal die Beine der wiehenden Schar. Ah, doch Pferde. Cool. Ja, es sind 1, 6. 1476. Okay. 1476? Interessant. Das ist die Jahreszahl oder was? Also vom Buch her, weil die erschienen ist oder sowas in Richtung. Tausend. 476. Moment. In diesen Büchern geht es darum, wie das Empire seine Herrschaftsgebiete begründete. Aha. Seite. Ach, eine Seite. Ist das so gut? Hindu-Verzauberung. Kostus C. Kostute und die Materia. D14.7. Okay. Die Dora.
Ich muss hier aber nach oben. Aber das sind alles.